So, bei uns, Laurent, du hast heute die Kapitänsbinde getragen. Heute muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal ein schlechteres Spiel gesehen habe diese Saison. Mir hat es an allem gefehlt, warum ich zum Waldhof gehe. Ich gehe nicht zum Waldhof, um geilen Fußball zu sehen. Freue ich mich, wenn ihr den spielt, aber ich gehe zum Waldhof und will euch kämpfen sehen, um jeden Ball zwei Kämpfe annehmen. Mir hat es an allem gefehlt. Hab ich es falsch gesehen? Oder wie beschreibst du heute das Spiel? Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, wir alle sind enttäuscht. Man muss dazu sagen, wenn du natürlich nach 42 Sekunden 1-0 in Rückstand gerätst, dann fängt das im Kopf oben an zu rattern. Das merkt man halt. Dann muss man sich einmal kurz fangen, weil es halt nicht so einfach ist. Wir wissen, in welcher Lage wir momentan sind. Und dann trägt so ein frühes Gegentor natürlich nicht dazu bei, dass man voller Vertrauen und Selbstvertrauen Fußball spielt. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sagen, dass vor allem in der ersten Halbzeit, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, haben wir angefangen, deutlich besser zu werden, griffiger zu werden. Und da fand ich auch, dass wir eigentlich spielbetont oder bestimmt waren. Wir hatten die Torschancen. Ich glaube, wenn Jesiah das Tor macht, dann steht es vielleicht 2-2 in der Pause. Dann wird die zweite Halbzeit auch ganz anders. Aber natürlich kann ich vollkommen nachvollziehen, was du meinst mit den Tugenden und so, vor allem zweite Halbzeit. Man hat nicht mehr die Griffigkeit, wir hatten fast keine Torschancen mehr, nicht mehr den Zug nach vorne. Und das müssen wir uns ganz klar ankreiden lassen. Da muss natürlich deutlich mehr kommen. Ja, denke auch. Jetzt gab es eine Szene nach dem Spiel. Ihr wolltet zu den Fans gehen, dann kamen schon ein paar entgegen. Was wurde da gesagt? Ähnliches? Oder? Ja, am Anfang habe ich es nicht sofort mitbekommen, weil ich noch im Interview war, aber danach bin ich dazu gestoßen. Und dass die Fans nicht zufrieden sind, ist ja völlig normal. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Wir wären es ja auch nicht als Fan, als leidenschaftlicher Supporter von diesem Verein. Ich glaube, das ist völlig normal. Und da wurden ganz klare Worte an uns gerichtet, was auch völlig legitim ist und normal ist. Und ich glaube, die Botschaft war aber auch klar gegen Ende, dass wir da zusammen wieder rauskommen werden mit den Fans im Rücken. Denn ja, jeder weiß, wenn ihr was die Fans bewirken können, und ich glaube, wir können auch nur mit den Fans da rauskommen. Ja, denke auch. Was ich so ein bisschen schade finde diese Saison, ich sage ja immer, ich gebe der Mannschaft immer so 10 Spieltage Zeit und sage, komm, wartet mal 10 Spiele ab, wir gucken dann auf die Tabelle, wo wir stehen, schau mal, wie sich die Mannschaft gefunden hat. Ich habe nach 12 Spieltagen nicht den Eindruck, dass sich schon die Mannschaft gefunden hat. Ist das jetzt eine Momentaufnahme, weil Bielefeld und heute wirklich nicht schön zum Anschauen waren? Oder habe ich vielleicht doch ein bisschen recht, dass es da noch an ein paar Ecken fehlt? Ja, ich glaube, im Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann kann man nicht zufrieden sein und dann täuscht das auch natürlich. Das ist ja völlig normal. Wenn wir jetzt vielleicht auch mal etwas glückliche Punkte wie gegen Viktoria Köln über die Zeit, oder wir hätten zu Hause gegen Lübeck, nein, da haben wir gewonnen, wo wir unentschieden noch gespielt haben, gegen Ende das 3-3. Wenn wir da die Punkte holen, dann würde es deutlich besser aussehen. Aber im Endeffekt wären das ja nur so Kleinigkeiten, Details gewesen. Und wir hätten ein paar Punkte mehr gehabt. In der Tabelle würde es besser aussehen. Und wir würden jetzt nicht dieses Gespräch führen wahrscheinlich. Aber natürlich, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, können wir als Spieler, als Verein, als Fans, als jeder einzelne Mitarbeiter nicht zufrieden sein. Und das ist jedem bewusst. Und das muss jedem bewusst werden, dass wir mit dem Druck jetzt leben müssen. Denn jetzt wird jedes Spiel schwer. In der dritten Liga ist eh schon jedes Spiel schwer. Und ich glaube, ich bin voll davon überzeugt, dass wir mit der Mannschaft, die Qualität, die wir haben, da rauskommen werden. Ich hoffe es, wir hoffen das alle, dass wir nächste Woche ein anderes Gesicht sehen. Ich wünsche euch auch viel, viel Erfolg dabei. Wir gehen ja nicht hierher, um euch auf euch drauf zu hauen. Wir würden uns ja genauso freuen, wenn ihr hier alles wegrasiert. Wir hoffen, dass bald dieser Schub kommt, den ihr irgendwo noch braucht, um das abzuliefern, was ihr eigentlich könnt. Weil wir haben ja auch schon ganz andere Spiele gesehen diese Saison. Ja, absolut. Wie schon gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt echt mal wieder die richtigen Tugenden, wie schon angesprochen. Das ist halt, Fußball ist halt Leidenschaft, Fußball ist halt Zweikampf, Fußball ist halt Laufbereitschaft. Und wenn wir das an den Tag legen mit den spielerischen Qualitäten, die wir haben, können wir auch Gegner schlagen oder viele Gegner schlagen. Aber natürlich, wenn es nicht hundertprozentig passt, dann ist es schwer. Dann kannst du auch jedes Spiel verlieren in der dritten Liga, wie du jedes Spiel gewinnen kannst. Von daher müssen wir wieder zu den Tugenden zurück, vor allem jetzt. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir am Wochenende auch in Unterhaching 3 Punkte mitbringen werden. Vielen, vielen Dank, Laurent, dass du dich gestellt hast. Es ist nicht immer so einfach als Spieler direkt nach dem Spiel. Man weiß ja, was einen erwartet. Von daher danke dir, richtet euch und greift wieder voll an. Machen wir. Dankeschön. Danke auch. So, bei uns unser Keeper. Barto, ja, was soll man sagen, 3-1 gegen Dortmund gespielt und du hast von hinten wahrscheinlich genau den Kick gesehen, den ich gesehen habe. Es war heute irgendwie für mich sehr, sehr blutleer.
noch mal on top zu Bielefeld, leider ins Negative eine Leistungssteigerung. Wie kriegen wir denn so schnell, wie es geht, die Kurve? Ganz egal, ob das jetzt zwei Traumtore waren, aber darum geht es, glaube ich, gar nicht, ob wir hier 3-1 verlieren, 1-0 verlieren, 1-1 spielen. Es ist nicht schön gerade. Ja, also, wie kriegen wir den Switch? Absolut, ja. Köpfe zusammenstecken, analysieren, was wir falsch gemacht haben, und zusammen verteidigen und zusammen angreifen. Wir hatten heute teilweise viel zu große Abstände auch gehabt. Ja, und viel zu leichte Ballverluste im Spielaufbau und dadurch halt Dortmund eingeladen, auch die ersten 20 Minuten ein Stück weit verpennt. Und das darf hier zu Hause nicht passieren. Also das bestrafen die dann heute echt eiskalt. Und ja, es geht nur jetzt darum, wirklich zusammenzuhalten als Mannschaft, sich nicht die Köpfe einzuschlagen, sondern wirklich klar zu analysieren, woran es lag, und uns schnell wieder hochziehen. Und schnell wieder auf die Dinge besinnen oder auf die Spiele besinnen, wo wir gute Sachen hatten, wo wir gute Ansätze gezeigt haben, wo wir sowohl fußballerische als auch kämpferische Lösungen an den Tag gelegt haben. Und da müssen wir zurück an den Punkt. Und dann werden wir auch wieder Punkte holen. Aber so wie das, ja, gerade was wir gerade heute gezeigt haben, das reicht einfach nicht. Jetzt schläfst du wahrscheinlich wieder beschissen ein heute. Wir haben ja schon öfter das Gespräch gehabt, auch privates Gespräch gehabt. Wir wünschen ja uns nichts lieber wie mal ein zu Null Spiel. Ich glaube, ich würde sogar ein 0-0 mittlerweile nehmen, um einfach mal eine Null auf der Anzeigetafel zu sehen. Ja. Kriegst du das auch irgendwie aus dem Kopf, dass du wirklich noch dich dahinstellen kannst und sagen, ey, heute spiele ich zu Null? Oder ist es mittlerweile auch so, ey, hoffentlich schießen wir mehr, wie wir kriegen? Du, ich gehe mit jedem in jedes Spiel rein und versuche alles zu halten, was ich halten kann. Und, hast du heute auch wieder, danke dafür. Ja, also. Ja, das ist ja auch mein Job. Und wir müssen halt versuchen, als Kollektiv besser zu verteidigen. Auch die Füße mehr reinzukriegen in Schüsse. Das darf nicht passieren, dass wir aus 35 Metern Distanzschuss gegen Tor bekommen, auch wenn es ein Sonntagsschuss ist. Aber wir müssen die Füße reinkriegen. Wir müssen die scheiß Dinger blocken. Da fehlt einfach so ein bisschen die Aggressivität einfach. Wir lassen gerade jetzt so die letzten ein, zwei Spiele zu viele Torschüsse zu. Und ja, daran müssen wir ansetzen. Und dann wird auch wieder die Null kommen, wenn wir dann vorne unsere Chancen nutzen und hinten die Schüsse verhindern. Und ja, ich dann auch meine Bälle halte, dann werden wir auch wieder zu Null spielen. Aber ja, daran müssen wir halt ansetzen. Fußball könnte so einfach sein, können wir das jetzt auch zusammenfassen, ja, eigentlich, ne? Aber wie oder wo ist das Rezept oder wo siehst du den Schlüssel, wie wir schnellstmöglich dahin kommen? Ich weiß nicht, brauchst irgendeinen Ruck, brauchen wir, was weiß ich, irgendein Teambuilding, brauchen wir irgendwas oder müsst ihr das selbst für euch klären, braucht ihr Gespräche untereinander, braucht ihr genauso Gespräche vielleicht mit den Fans, wo es, glaube ich, auch eine ganz klare Ansprache gerade nach dem Spiel gab, ja, und fünf Minuten später wieder den aufmunternden, ja, Applaus. Ist es das, was vielleicht fehlt? Ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen ratlos. Wir haben 12. Spieltag. Ja. Ist mir schon viel zu weit in der Saison, um dieses Gespräch zu führen, weißt du? Ja, absolut. Also ist es gut, dass die Fans uns Rückmeldung geben. Das ist uns auch wichtig. Und dass sie uns dann trotzdem auch noch feiern. Auch wenn es dann auch mal Pfiffe gibt und so, das ist in Ordnung. Also ich meine, das war heute einfach keine gute Leistung. Wir müssen jetzt einfach aus der Mannschaft her irgendwie eine Initialzündung kriegen. Wir müssen den Bock umstoßen. Und da muss jeder sich bis aufs Letzte reinschmeißen in die Zweikämpfe. Jeder muss wirklich von Nummer 1 bis Nummer XY muss jeder wirklich sein Alles geben für die Mannschaft. Ob er spielt, ob er nicht spielt, scheißegal. Jeder muss jetzt anpacken. Wir stecken alle drin, wir sitzen alle in einem Boot mit dem ganzen Verein, mit den Fans. Und das ist nicht unser Anspruch, was wir hier spielen. Und daran müssen wir schleunigst arbeiten. Ich wünsche viel Erfolg, Bardo. Nächste Woche geht's nach Unterhaching. Das wird auch nicht leicht. So ein Aussteiger beflügelt mit ein paar guten Ergebnissen. Da musst du auch erstmal bestehen. Schüttelt euch und kriegt das irgendwie in den Griff. Wir, ja, wünschen uns nichts mehr, wie endlich wieder die Tugenden zu sehen, warum wir ins Stadion gehen. Ja. Wenn Sieg bei rausspringt, freuen wir uns. Wenn nicht, haben wir alles gegeben. Aber das können wir heute leider nicht sagen. Ja. Bitte sorgt dafür, dass es ab nächste Woche wieder genauso ist. Ja, wir geben Gas die Trainingswoche und bereiten uns bestmöglich vor für Freitag. Danke dir, mein Lieber.